Danke. Okay, willkommen auch nochmal von mir, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie sich heute hier angemeldet haben und diesem Webinar, dieser Online-Exkursion folgen. Ich möchte heute mal eine kleine Einführung in KI im Allgemeinen geben, ein paar Use Cases vorstellen und was wir uns bei dieser Softwareentwicklung AI/UI, Artificial Intelligence User Interface, eigentlich gedacht haben. Im Prinzip geht es darum, KI ist seit Jahren ja in aller Munde. Viele Firmen hadern noch mit sich, ob sie das Thema angehen oder nicht. Es gibt viele Startups, die AI as a Service anbieten, ja, weil viele, vor allem KMUs, keine eigene Softwareabteilung haben, keine eigene Abteilung, die Programmierer beinhaltet. Denn zurzeit ist es immer noch so, KI zu programmieren, zu kreieren, ist denen vorbehalten, die Programmcode lesen können und Programmcode schreiben können. Ja. Es gibt zurzeit noch keine Möglichkeit, das irgendwie jemandem zugänglich zu machen, der nicht firm ist in der Programmierung. Und wir möchten im Prinzip mit unserer Software den gleichen Schritt tun wie damals DOS zu Windows. Ja, das hat auch dazu geführt, dass dem Personal Computer erstmal, dass er einer breiten Masse an Menschen zur Verfügung stand, weil von diesem reinen codebasierten Interface zu einem objektbasierten, zu einem grafischen User Interface übergegangen wurde. Und das hat tatsächlich dann erstmal einen großen Schub für die ganze Technologie gebracht. Unser Ziel ist es eben, jeden abzuholen, der prinzipiell das Interesse an dem Thema hat, ob das ein KMU ist, ein anderes Industrieunternehmen oder einfach nur jemand, der interessiert ist, sich das Ganze mal anzusehen. Denn KI ist absolut nichts Mystisches. Das ist ein ziemlich einfaches Thema. Es ist auch die letzten Jahre deswegen wieder aufgekommen, da in den letzten 10 Jahren durch auch Entwicklungen von Nvidia mit CUDA die Fähigkeiten zum Training von neuronalen Netzen sich verbessert haben. Und neuronale Netze werden meistens mit KI gleichgesetzt. Ist ein bisschen nicht so, aber nehmen wir es jetzt einfach mal so an. Neuronale Netze haben einfach nur die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge miteinander zu verknüpfen. Es ist nichts anderes als beispielsweise Polynom. Y ist x Quadrat. Man könnte das x Quadrat auch einfach durch ein neuronales Netz ersetzen und dann Punkte antrainieren. Ja. Sie sind in der Lage, eben verschiedene Inputs zu verarbeiten, von Bildern, Texten, tabellarischen Daten und so weiter. Und haben damit natürlich normalen Polynomen oder anderen Approximationsmethoden etwas voraus. Allerdings braucht man immer reale Daten, ja, um das Netz dann eben so hinzubiegen, dass es eben das vorhersagt oder das tut, was man gerne hätte. Wobei dabei die Möglichkeiten ziemlich breit sind. Okay, das dazu. Noch zu dem Problem, wie es überhaupt dazu kam, diese Software zu schreiben. Wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr, sind 3, 4 Entwickler. Und ich bin Wissenschaftler an der TU Ilmenau zurzeit und bin da eigentlich ständig für Turbolader, Verbrennungsmotoren und so weiter und habe dann vor 3 Jahren ungefähr angefangen mit KI, was mich persönlich sehr interessiert hat und habe dann mein Promotionsthema gewählt auf dem Gebiet. Bin da unterwegs bei vollautonomer Steuerung, quasi Maschinen die Möglichkeit zu geben, sich selbst beizubringen, wie man beispielsweise Motor steuert oder sowas. Und da komme ich immer wieder mit Studenten in Kontakt, die, wie gesagt, sagen, in 3 bis 6 Monaten kriege ich das nicht hin. Okay, und deswegen haben wir dieses User Interface gebaut, um es für jeden zugänglich zu machen. Fangen wir erstmal an, grob, wie ist die Software aufgebaut? Was kann man damit machen? Und dann steigen wir direkt in den ersten Use Case ein. Ja? Okay, wir haben hier das Dashboard. Im Prinzip ist es einfach hier dieser Home-Button. Sie können die Software auch, wenn Sie Interesse haben, es einfach auszuprobieren, auf unserer Website runterladen. Kostenlos, einfach, es ist eine Beta-Version. Das heißt, sie hat noch Bugs. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber wir haben schon viele davon entfernt und für das, was ich jetzt hier zeige, ist es auf jeden Fall funktionabel. Ja. Was Sie hier sehen, wie gesagt, das Dashboard, da gibt es dann eine größere Auswahl an verschiedenen Themen, aber das ist bis jetzt noch nicht so. Dann gibt es hier Projects. Projects, das ist im Prinzip der Hauptordner, in dem man sich befindet, da kann man Projekte anlegen, wo man dann eben innerhalb dieser Projekte KI trainiert. Da legt man Datensätze rein und verarbeitet die dann. Ja. Unter Datasets findet man dann diese Datasets, die man eben reingeladen hat in unsere Software, in die Datenbank. Das können verschiedene sein, von Bildern, CSV-Dateien, Textdateien, NumPy-Arrays, als auch, ja. Genau, das war es im Prinzip, Textdaten. Das wird sich aber noch erweitern. Wir werden dann auch noch Audiodateien und sowas anbieten, aber alles zu seiner Zeit. Dann gibt es den Reiter Architectures. Architectures steht im Prinzip für die neuronalen Netze. Hier baut man sich sein neuronales Netz. Ich klicke einfach mal auf eins. Ja, das habe ich gebaut. Das sieht dann so aus. Man hat hier die Arbeitsfläche
Und macht einfach per Drag and Drop, nimmt man hier so ein Node, ja, stellt dann ein, wie viele Knoten er haben soll, was für eine Aktivierungsfunktion und so weiter und verbindet das Ganze dann. Ja. Und dann kann man dieses neuronale Netz nutzen, in den Projects trainieren und was am Ende rauskommt, ist ein Model. Ja. Ein Modell ist eine Architektur, eine neuronale Netzwerkarchitektur, die man genommen hat und die man mit bestimmten Daten trainiert hat. Was rauskommt, ist dann ein fertig trainiertes Modell, was man nutzen kann. Und das machen wir jetzt. Ja. Wir werden jetzt im Prinzip das Thema Digital Twin als erstes angehen. Ja, da ich ja aus dem Bereich Turbodata komme, habe ich mir gedacht, nehme ich ein solches Beispiel auch her und zeige Ihnen erstmal die Projektübersicht, wie generell das Interface aufgebaut ist und wie es funktioniert. Das hier ist das gesamte Projekt, was ich Ihnen jetzt zeige zum digitalen Zwilling. Hier sind zwei digitale Zwillinge trainiert worden und erstmal gebe ich eine kleine Einführung dazu, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Sie können sich vielleicht zum Teil schon vorstellen, es ist relativ intuitiv. Man kann von der linken Arbeitsfläche per Drag and Drop verschiedene Knoten in die Arbeitsfläche reinziehen und diese miteinander verbinden. Jeder Knoten hat eine eigene Aufgabe. Ja. Da haben wir zum Beispiel diesen Data Selector Knoten, das ist meistens der allererste, den man verwendet. Den kann man hier hinzufügen und dann kann man Import CSV, Text, Numpy, Image machen. Brauchen wir jetzt nicht, ich kann es aber trotzdem mal vorführen. Ein CSV-Datenset hinzuzufügen, dann gehen wir mal auf Use Cases, Digital Twin, da habe ich eine CSV-Datei, die wir jetzt auch verwenden. Dann muss man den richtigen Delimiter anwählen, klar, damit die Tabelle richtig erkannt wird und hat dann den Datensatz. Kann dann auf Create klicken und er taucht dann hier rechts auf in den Einstellungen des Knoten und dann kann man den auswählen. Haben wir jetzt schon gemacht, im Prinzip ist das dieser Datensatz hier und dazu gibt es dann immer eine Preview. Ja? Diese Preview zeigt quasi den Datensatz an. Man kann, wenn man möchte, auch mehrere Datensätze laden, um sich das anzusehen, aber es dient eben nur dazu, zu zeigen, okay, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Okay, gehen wir erstmal auf das Problem ein. Was will ich hier eigentlich zeigen? Ich muss ganz kurz mal ausholen. Turbolader ist ein Gerät, was dazu dient, die Abgasenergie nach dem Verbrennungsprozess in einem Fahrzeugmotor beispielsweise zu nutzen, um dann ja die Effizienz des ganzen Fahrzeugs noch ein bisschen zu steigern, des Motors. Ne? Da kann man Aufladung betreiben, man hat die Turbinenseite, da strömt heißes Abgas durch, das treibt das Turbinenrad an, das treibt das Verdichterrad an und das wiederum verdichtet frisch angesaugte Luft für den Motor. Ne? Ganz einfaches Verhältnis, wir haben hier Temperaturen über der Turbine, Temperaturen über den Verdichter, wir haben den Massestrom durch die Turbine, Massestrom durch den Verdichter und das sieht man hier schön in dieser Gleichung für den Gesamtwirkungsgrad des Turboladers, Temperaturen und Druckverhältnisse. Was ich heute zeigen möchte, ist, dass man einfach aus Messdaten ja, diese Gleichung trainieren kann. Das neuronale Netz kennt diese Gleichung nicht, es kennt keine physikalischen Zusammenhänge, aber es kann diese lernen anhand der Daten. Es kann die Zusammenhänge verstehen, wie diese Variablen miteinander verknüpft sind, um am Ende das Ergebnis Turboladerwirkungsgrad zu erhalten. Okay. Tun wir das mal. Als allererstes, wir haben die Daten hier reingeladen, ist es oft interessant zu wissen, wie die Daten verteilt sind. Ja? Gerade wenn der Datensatz nicht von einem selbst erstellt ist, weiß man nicht, okay, wie viele Beispiele sind drin, was sind Mittelwerte, Standardabweichung. Das kann man mit einem Describe-Node hier in der Analysis-Abteilung quasi nimmt per Drag and Drop einfach raus, zack, verbinde den Datensatz und drückt auf Proceed und fertig hat man diese Übersicht über die verschiedenen Features. Genau, und kann das dann auch in der Größe verändern, wie man lustig ist. Dann habe ich hier noch ein Histogramm-Node benutzt, weil die tatsächliche Verteilung der Daten häufig für neuronale Netze sehr wichtig ist, denn sie lernen besonders das, was sie am meisten sehen. Darauf gehe ich später noch ein. Ja, okay, so viel zur deskriptiven Statistik. Es ist ganz wichtig, dass wir hier Visualisierungs- und Transformationsmethoden haben, um den Datensatz, der in der Regel noch bearbeitet werden muss, bevor er überhaupt trainiert, zum Training genutzt werden kann, dass das vorliegt. Ja. So, was haben wir als nächstes gemacht? Das hier ist ein Drop-Column-Node. Der macht nichts anderes als, wir können es hier sehen, die zwei Index-Spalten zu entfernen, weil die brauchen wir fürs Training des neuronalen Netzes, nicht das einfach durchlaufende Zahlen. Und was übrig bleibt, das sieht man hier an diesem Node, an diesem Output Socket. Ja, wir haben also 307 Beispielzeilen von Werten, die wir gemessen haben für diesen Turbolader am Prüfstand und 10 Spalten. Von diesen 10 Spalten ist eine Spalte Eta gesamt. Das ist also das, was wir antrainieren wollen, das Output. Ja, das heißt, wir haben also 9 Inputs, die dann errechnen sollen, was als Output Eta gesamt rauskommt. Entschuldigung.
Um neuronale Netze zu trainieren, macht es Sinn, sich die Datenverteilung anzugucken und dann zu skalieren. Warum? Das habe ich hier. Das ist ein Scaling-Node, der dient zur Skalierung jeder einzelnen Spalte. Warum? Wenn wir uns über einen Boxplot mal ansehen, wie die Datenverteilung ist, dann sehen wir, dass wir hier den Wertebereich dieser ganzen Variablen zwischen 0 und ungefähr 600 haben. Und da gibt es starke Unterschiede. Viele Werte liegen im Bereich zwischen 0 und 1, vor allem die hier unten. Ja, Wirkungsgrad zum Beispiel. Dann gibt es das Wastegate, das liegt zwischen 0 und 100 in Prozent. Und dann haben wir die Temperatur T3 über der Turbine, die liegt bei 600. Ja. Neuronale Netze haben das Problem, das muss man einfach wissen, dass sie durch das Verfahren, wie sie trainiert werden, eben hauptsächlich das lernen, was den größten Einfluss hat. Und da es ein Gradientenverfahren ist, werden natürlich absolut höhere Werte mehr gewichtet. Ja, das heißt, diese Temperatur T3 könnte einen Einfluss haben, den sie in real gar nicht hat, weil sie einfach absolut höhere Werte liefert. Was machen wir? Wir benutzen also hier diesen Scaling-Node. Kann man auch direkt mit Werten vergleichen. Wir haben hier links den ursprünglichen Datensatz, stecken den in den Scaling-Node und der transformiert uns, vielleicht sehen wir das hier mal eine gute Zahl, an T3 zum Beispiel, das waren eben noch 600 Grad. Und T3 wird dann halt so zwischen 0 und 1 skaliert. Das haben wir ja ausgewählt. Man kann ja sagen, wollen wir Min-Max skalieren oder wollen wir eine andere Skalierungsmethode wählen? In welcher Feature, also Range, ja, in dem Fall haben wir zwischen 0 und 1 gewählt und welche Spalten skaliert werden sollen. Wir wollen nämlich nicht unbedingt immer alles skalieren. Okay, was kommt raus? Das war es vorher, das ist es jetzt. Wir haben alle Features quasi im Bereich zwischen 0 und 1 skaliert, in ihrem Wertebereich. Jetzt fällt es dem neuronalen Netz leichter, Zusammenhänge zu erkennen, unabhängig von den absoluten Höchstwerten. Ne? So, was machen wir dann? Wir haben jetzt im Prinzip den Datensatz genommen, wir haben ein paar Spalten rausgeschmissen, wir haben das Ganze skaliert. Jetzt können wir im Prinzip fast schon trainieren, ja? Also ein neuronales Netz trainieren, eine KI kreieren, wenn man so möchte. Was wir dann aber aus Best-Practice-Gründen noch tut, ist, man splittet den Datensatz. Hier habe ich einen Train-Well-Split. Das ist hier dieser Node, kann man reinziehen. Da fügt man einfach, zack, hier den Datensatz an. Und dann hat man die Wahl, möchte man, also wie man das, diesen Datensatz aufsplitten möchte. Wir haben das hier so gewählt, 90-10, 90% Trainingsdaten und 10% zum Test, zur Validierung. Und wir haben geschaffelt. Das heißt, wir nehmen das nicht chronologisch, wie es reinkam, sondern bunt gemischt. Um die gleiche Schaffelung immer wieder erreichen zu können, gibt es hier diesen Random Seed Value. Das heißt, wenn ich in einem anderen Experiment mit genau den gleichen Daten wieder so schaffeln möchte, dann kann ich das machen, damit es reproduzierbar ist. Warum? Neuronale Netze werden mit dem Trainingsdatensatz antrainiert. Das heißt, sie lernen genau das, lernen diese Daten quasi, könnte man sagen, auswendig. Irgendwann passiert es aber, dass sie so gut auswendig lernen, das ist wie bei uns Menschen, dass sie nicht mehr generalisieren können. Deswegen schickt man einen Validierungsdatensatz mit rein, an dem bei jeder Epoche evaluiert wird, wie gut kann denn der Datensatz auf diesen unbekannten Datensatz vorhersagen, ja? Weil man die Generalisierung möchte von neuronalen Netzen. Sie sollen nicht nur das vorhersagen, was man antrainiert hat, sondern eben auch unbekannte Zustände, die bisher noch gar nicht aufgetreten sind. Und deswegen macht man das, weil dann eben die Kurven voneinander weglaufen irgendwann, er lernt nur noch auswendig und Validierungsdatensatz wird überhaupt nicht mehr begriffen. Ja? Und das muss man damit verhindern. So, jetzt haben wir den Datensatz aufbereitet. Wir haben diese zwei Datensätze, die wir aufgespaltet haben. Das sieht man hier dran. 276 Beispiele gehen jetzt als Training rein und 31 sind zur Validierung. Okay, was brauchen wir jetzt noch zum Training? Wir brauchen eine Architektur, natürlich. Wir haben den Datensatz und wir brauchen eine Architektur. Die habe ich schon gebaut. Da kann man hier entweder, wenn man diesen Architecture-Node hineinzieht hier, ja, kann man sich eine dieser fertig trainierten oder fertig zusammengebauten Netze basteln oder auswählen oder baut sich eine neue. Ja, Create Architecture kann man ja klicken. Ich habe das natürlich schon gemacht. Wir können da mal reingehen. Es ist ein total einfaches Netz. Wir haben hier einen Input. Wie gesagt, 9 Features gehen rein, ja, weil die sollen dazu dienen, das eine letzte Feature, das 10., nämlich ETA gesamt, vorherzusagen. Und dann habe ich hier einfach 3 Fully Connected Layer. Das heißt, jeweils 20 Knoten, die untereinander komplett miteinander verbunden sind. Und am Ende kommt nochmal ein Layer, der einen einzigen Knoten hat und der dient dann eben als Vorhersagelayer. Ja, wir haben einen Wert, den wir vorhersagen wollen, also einen Knoten im letzten Layer. Ganz einfach. Gehen wir zurück. Wir haben das trainiert. Ja, ich hätte auch gerne den ganzen Kreationsprozess gezeigt. Hätte eins nochmal nur durchgeklickt, aber es kostet zu viel Zeit und man verliert gerne den Faden, wenn man darauf wartet, dass endlich mal ein Datensatz geladen ist.
Das ganze Projekt zu bauen dauert ungefähr eine Stunde so mit allen Transformationen und Trainings. Genau. Dann hat man hier eine History. Man sieht einen Plot unter diesem Training, wo man sieht, wie die verschiedenen Validation Loss und Loss, wie die sich verhalten, wie das Netz quasi lernt. Ja? Da gibt es verschiedene Kurvenverläufe. Das kennt man dann, wenn man öfters mal was trainiert hat, weiß man dann, okay, worauf man achten muss und sieht dann eben, lernt das Netz überhaupt was. Jetzt haben wir hier quasi als Output von diesem Trainingsnode haben wir das fertige Modell, was man quasi dann auch unter Models findet. Ja? Das hat dann den Namen, den wir hier gegeben haben. Wir haben diesen Trainingsnode hier. Architektur und Datensätze sind reingegangen. Wir nennen es einfach Turbocharger Digital Twin, ja, DT. Haben das 500 Epochen trainiert. Wie man sieht, sind es keine 500 Epochen. Ich habe das Training auf Stopp zwischendurch unterbrochen, weil ich gesehen habe, okay, da passiert nichts mehr. Es hat gelernt. Es weiß Bescheid. Batch Size bedeutet, wie viele Beispiele werden pro Veränderung der Gewichte antrainiert. Ja, also das heißt, 5 Beispiele gehen rein, da wird das Gewicht angepasst, 5 Beispiele gehen rein, da wird das Gewicht angepasst. Und jede Epoche umfasst in diesem Fall 276 Beispiele. Und es wurden halt ungefähr 300 Epochen trainiert. Das Target ist, wie gesagt, Eta-Gesamt. Also das ist der Wert, den wir am Ende vorhersagen wollen. Wir shuffeln die Daten, die Learning Rate und unsere Loss-Function, also wonach bestimmt wird, wie dieser Wert hier aussieht, der Loss, ja. Ist Mean Squared Error, also mittlerer quadratischer Fehler. Klassisch für Regressionsprobleme. Dann habe ich einen Prediction Node, den habe ich im Prinzip von hier unten im Post-Processing. Ja, da verbindet man einfach den Datensatz, wo man Vorhersagen anwenden möchte, und das Modell, ja, was dafür benutzt werden soll. Das heißt, wir haben jetzt hier den Validierungsdatensatz genommen. Ja, die Daten sind nur zur Validierung gedacht gewesen und wurden nicht mit antrainiert. Das heißt, das Netz hat diese Daten nie gesehen. Und dann kann man mit einem Prediction Plot dann herausfinden, okay, wie gut hat es denn abgeschnitten? Wir haben also in Blau hier die True Values, also die tatsächlichen Werte. Das liegt hier jetzt zwischen 0 und 1, weil die Daten natürlich noch skaliert sind. Ja. Dafür kann man dann wieder backscalen, um die Originalwerte rauszukriegen. Ja. Und in Orange sind die Predicted Values. Man sieht, die Trefferquote ist ziemlich gut. Ja. Aber jetzt kommt der Punkt, jetzt wollen wir herausfinden, warum hat das neuronale Netz diese Entscheidung getroffen? Das ist immer für viele KMUs oder generell für Unternehmen ein großes Problem zu sagen, ja, neuronale Netz ist schön und gut, aber keiner kann mir sagen, warum es diese Entscheidung trifft, die es getroffen hat. War früher so, ist heute nicht mehr so. Es gibt Möglichkeiten, das zu untersuchen. Und das ist dabei egal, ob das ein neuronales Netz ist, was Bilder verwertet oder Text oder tabellarische Daten, wie in diesem Fall. Wir nutzen dafür eine Library, die heißt SHAP. Das funktioniert über Spieltheorie. Hier werden quasi diese SHAP-Values gebildet mit Hilfe des Modells und den Daten. Ja, die werden durchgeschickt und dann wird geguckt, wie macht das neuronale Netz seine Vorhersagen? Wie hat welches Input-Feature Einfluss auf das Output? Ja, und das sieht man hier über den SHAP-Summary-Plot. Wir haben ja anhand der Größe der Balken erkennt man, wie groß der Einfluss des Features ist auf das Output, in dem Fall auf Eta-Gesamt. Ja, und wir sehen ganz klar, dass Eta-T und Eta-C den größten Einfluss haben. Warum ist das so? Das war natürlich Absicht, dass ich das so gemacht habe. Man sieht, der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich eben auch über den Wirkungsgrad von Verdichter und Turbine multipliziert. Ja. Also wir haben quasi jetzt das Netz dazu gebracht, diese ganze Gleichung hier zu umgehen und hat nur diese hier benutzt. Er hat quasi nur genommen, Eta T und Eta C hat die miteinander im größten Ganzen multipliziert und die anderen Features sehr, sehr viel weniger gewichtet mit einbezogen. Ja. Und wir sehen vor allem auch, dass die beiden Temperaturen überhaupt gar keinen Einfluss auf das Ergebnis haben. Obwohl sie eigentlich in dieser Gleichung hier genauso stark gewichtet sind wie Sachen wie der Massestrom. Ja? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Wir haben es vorhin schon gesehen. Bei der Vermessung von Turboladern am Heißgasprüfstand wird es meistens so gemacht, dass die Temperaturen für den Verdichter und für die Turbine gleichgehalten werden, ja? Um das reproduzierbar zu machen, vergleichbar zu machen. Und das sieht man auch hier. Die Temperaturverteilung für den Verdichter liegt bei ungefähr 18 Grad. Ja, das ist ja geregelt auf diese Temperatur, da ändert sich nicht viel. Das heißt, da gibt es keinen Gradienten. Und auch bei T3, ja, auch hier ist immer bei 600 Grad gehalten, plus minus 0,5 Grad oder 1 Grad. Und da tut sich nichts. Ja, da sieht man im Prinzip schon, wie konsistent das ist. Man hat hier kaum Variationen in den Daten und deswegen lernt das neuronale Netz auch diese gar nicht mit einzubeziehen, weil die keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, ja, weil sie ja konstant waren. Und das wollte ich damit zeigen, dass das neuronale Netz das eben lernt. Das führt natürlich auch zu dem Fehler, dass wenn ich jetzt einen digitalen Zwilling eines Turboladers baue und die Temperatur nie verändere, dass das Netz niemals lernen wird, dass es einen Temperatureinfluss gibt. Ja? Das heißt, wenn ich heute diesen Lader mit 600 Grad vermesse und morgen mit 400, dann werde ich falsche Vorhersagen haben, weil das Netz nie gesehen hat,
wie 400 Grad Einfluss auf das Output haben, anstatt vorher 600 Grad. Das muss man mit bedenken. Jetzt dazu, warum ich hier noch ein Modell trainiert habe. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe, nachdem hier skaliert wurde, die Tabelle genommen und habe mit nochmal Drop Column Eta C und Eta T rausgenommen. Ja. Jetzt will ich das ganze Modell nochmal antrainieren, ohne diese, sagen wir, diese Abkürzung. Und habe das trainiert, alles im Prinzip das Gleiche. Und da sieht man hier schon in der Vorhersage, dass es nicht mehr ganz so punktgenau ist, wir können das mal nebeneinander legen, wie vorher. Es fällt ihm jetzt schwerer, den richtigen Wert zu ermitteln. Ja. Und das streut auch ein bisschen, weil es sind halt reale Daten. Ja. Es ist nicht einfach in die Gleichung eingegeben und immer exakt. Aber trotzdem ist die Trefferquote relativ gut. Aber wichtiger ist jetzt zu sehen, hat denn jetzt, wo Eta T und Eta C weg sind, ja, hat das Netz denn jetzt andere Features mit in die Bewertung aufgenommen, um herauszufinden, wie groß Eta T wirklich ist. Wir haben hier links Eta Gesamt noch mit den beiden Wirkungsgraden von Turbine und Kompressor und hier ohne. Und hier sieht man, dass all die ganzen anderen Variablen wie Massestrom durch Turbine, Massestrom durch Verdichter und die Druckverhältnisse relativ gleich stark in die Berechnung mit eingehen, was ja auch aus dieser Formel hier hervorgeht. Ne? Man kann jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen und kann über einen Shap Dependency Plot, den haben wir hier, kann man jetzt genau in jedes Feature reingehen. Man kann sagen, okay, jetzt betrachten wir den Massestrom, ja, M1 durch den Verdichter. Mit steigendem Massestrom, was hat denn das für einen Einfluss auf Eta? Ja? Hier sieht man einen linearen Einfluss, monoton steigend. Das heißt, es müsste, und man sieht es hier so, im Prinzip, der Gesamtwirkungsgrad ist direkt proportional abhängig vom Verdichter Massestrom. Und wenn wir jetzt zu M3 gehen, sieht man, das ist indirekt proportional. Also man kann dieses ganze Dilemma nicht zu verstehen, was ein neuronales Netz macht, das ist von gestern. Das geht und das kann man sehr schön damit illustrieren. Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil in der Industrie möchte man da auch keine Fehler machen. Ist ja auch richtig so und das muss auch nicht sein. Okay, so viel erstmal zu diesem Thema. Ich würde direkt weiter zum nächsten gehen. Wenn Sie Fragen haben, bitte in die Zeile, Kommentarzeile schreiben. Wir gehen das nachher durch schauen uns das dann an. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Beispiel, was auch sehr interessant ist für viele Unternehmen. Es geht dabei um Bildverarbeitung. Es gibt viele Unternehmen, die machen 100% Kontrollen, weil sie sicher gehen wollen, dass ihre Produkte wirklich makellos sind. Das ist vor allem in der Automobilindustrie oft der Fall. Und da kommt man oft noch nicht drum herum, Menschen einzusetzen. Ja? Wenn da mal eine Reklamation kommt, dann stellt man halt schnell 10 Zeitarbeiter ein und die arbeiten alles nach. Das ist aber das kostenintensiv und nicht wirklich gut zu beherrschen. Aber die ganze KI-Methodik der letzten Jahre hat gezeigt, dass bildgebende Verfahren viel, viel besser geworden sind und jetzt eben auch komplexe Zusammenhänge erkennen sind. Ich möchte kurz zeigen, ich habe auch auf unserem Channel auf YouTube ein Tutorial hochgeladen, wie man das machen kann. Ich habe jetzt quasi vor, mal zu zeigen, wie man das macht. Ich lade jetzt also einfach mal ein Bild hoch. Ja, man kann hier sagen, wir fügen ein Dataset hinzu, Image Data, und ich nenne es einfach mal Balloon, weil es ist, wie in diesem Beispiel gezeigt, ein Balloon Dataset, einfach nur, um zu zeigen, wie man vorgehen muss. Ich nehme es einfach hier so aus diesem Ballon Dataset, sieht man ein kleines Mädchen mit einem blauen Ballon. Das Ziel soll es sein, in diesem KI-Modell Bilder reinzugeben und dann soll mir nur die Ballons einfärben. Ja? Ganz automatisch soll die KI erkennen, wo sich ein Ballon befindet. Das könnte in Ihrem Unternehmen ja sein, wenn es ein Fehler ist, ja, ein Produktionsfehler. Die sehen ja meistens Menschen auch auf den ersten Blick. Warum soll es also ein Algorithmus, eine KI nicht auch hinbekommen? Und das geht mittlerweile. Das geht sogar sehr gut und einfach. Was können wir tun? Wir haben hier diese Region Shapes. Wir wollen jetzt also dieses Bild nehmen und wollen auf dem Bild markieren, wo sich der Ballon befindet, weil wir müssen dem Algorithmus ja beibringen, wo befindet sich das Objekt und wie heißt es. Ja? Also nehmen wir jetzt beispielsweise so ein Polynom. Ich mache das mal maximal eckig, um jetzt hier nicht so viel Zeit zu verschwenden. Wäre auf jeden Fall eine gute Form der Annotation. Ja, man sollte das schon relativ genau machen. Drück Enter und jetzt gebe ich dem Ganzen ein Region Label. Ja? Null Label wäre in dem Fall dann einfach Balloon und Add. Ja, das heißt, kann man es auswählen. Das heißt, hier ist jetzt eine Maske hinterlegt, die sagt dem Algorithmus dann später beim Training, das ist ein Ballon. Okay, so viel zur Annotation. Ich lösche das wieder. Das ist für das Projekt, was ich jetzt zeige, nicht nötig. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Oder wir gehen es nochmal kurz einzeln durch. Wir können jetzt ein Projekt anlegen. Es geht darum,
Gussfehler auf Bauteilen zu erkennen. Das Dataset habe ich aus dem Internet. Ich habe mir gedacht, ich suche einfach was raus, was mit uns nichts zu tun hat. Einfach zu testen, funktioniert es denn wirklich? Und zwar haben wir das Image-Dataset schon erzeugt, das heißt Casting Images. Man nimmt wieder Data Selector Node, wählt es aus und was man bekommt, ist eine, wie ich finde, sehr schöne Preview der hinterlegten Bilder. Ja, diese Farben für die verschiedenen Annotationen, die werden immer zufällig gewählt. Jetzt ist es halt ein dunkles Grau mit Blau. Das ändert sich immer wieder, wenn ich nochmal auf Proceed drücke, wird eine andere Farbe wählen. Ja. Da gibt es also Löcher und es gibt Grate. Ja. Wir können das auch ein bisschen größer machen. Es gibt Grate, die eben Gussfehler darstellen. Aber es gibt eben auch Bauteile, die fehlerfrei sind. Ja. Man kann dann einfach überswitchen zum nächsten und dann sieht man, was schlecht ist. Okay, so viel dazu. Ja. Gehen wir mal auf das von mir schon fertig erstellte Projekt. Das sieht so aus. Das ist im Prinzip die gesamte Datenpipeline, die gesamte Arbeit, die man braucht, um dieses Problem zu lösen. Ja, wir wollen das so einfach wie möglich gestalten. Man wählt die Daten aus, man bereitet sie vielleicht noch ein bisschen auf, man splittet das Dataset, man trainiert das neuronale Netz und man kriegt mit einer schnellen Preview einen Überblick darüber, ob tatsächlich der Algorithmus auf ungesehenen Daten erkennt, was er soll. Ja, also gehen wir nur durch, wir haben diesen Data Creator Node, dann gehen wir zum Train Well Split, den hatten wir vorhin schon. Auch Bilder, Datensätze können ja einfach aufgeteilt werden. Das sind jetzt, wir können hier gucken, das sind 236 Bilder. Ja, davon ist die Hälfte schlecht und die andere Hälfte gut. Auf der schlechten Hälfte sind halt verschiedene Fehler drauf, mal mehr, mal weniger, alle maskiert. Ja. Man kann dann hier sehen, was in der Preview der Validation Data ist und der Train Data. Und jetzt kommt der Clou, das neuronale Netz dazu, das haben wir nicht entwickelt, das haben wir nicht gebaut. Das ist auch mit der Beta-Version, die Sie bei uns runterladen können, direkt enthalten. Ja, man kann das also direkt testen, wenn man möchte. Mars Gaussian nennt es eine Entwicklung von einer Gruppe von Leuten, die das vor 2 Jahren vorgestellt haben. Und es ist öffentlich zugänglich. Wenn man es benutzen will, muss man aber in der Regel Code wälzen. Man kommt nicht drum rum. Das ist umfangreich, mehrere tausend Zeilen, würde ich sogar sagen. Und man kann das einbinden und benutzen. Ja. Wir haben das jetzt folgendermaßen gemacht. Wir haben das Mars-Gaussian, das wählt man einfach aus. Proceed, ja, ist eine predefined Architecture, die muss man nicht selbst bauen, wie gesagt. Per Drag and Drop, und das ist im Prinzip auch unser Ziel. Ja, es gibt so viele verschiedene Lösungen für neuronale Netze, für KI rund um die Welt. Ja, von wissenschaftlichen Laboren bis Industrie. Und die kann man ganz einfach teilen. Aber wenn man dazu immer tausende von Zeilen Codes verstehen muss, ich weiß ja meistens am nächsten Tag schon nicht mehr, was ich geschrieben habe gestern, man muss mich da erst mal wieder reinversetzen, dann ist das nicht reproduzierbar so einfach für Normalsterbliche, die nicht programmieren können. Und nachvollziehbar schon gar nicht. Ja. Wenn ich dieses Projekt hier so speichere und gebe es meinem Nachfolger im Unternehmen, weil ich, was weiß ich, einen anderen Job gefunden habe oder einen Autounfall hatte, dann kann der sich das angucken, er sieht genau, was passiert und er muss keine Codezeile lesen. Er weiß sofort, was hier vor sich geht. Und es ist unser Ziel, dass wir sämtliche Lösungen, sämtliche verschiedene Architekturen, die sich für bestimmte Probleme als nützlich erwiesen haben, wie jetzt Mars-Gaussian für das Lösen von Bilderkennungsproblemen, ja, dass man das per Drag and Drop hier reinzieht, auf sein Problem anwendet und hat dann das fertige Netz, was direkt an der Maschine oder in der Versicherung zur Vorhersage von Ausfällen oder Versicherungsfällen zur Vorhersage genutzt werden kann. Ja. Wir haben das hier trainiert. Da kann man, Mars-Gaussian ist ein bisschen special, da gibt es ein paar andere Einstellungen als vorhin. Hier kann man zum Beispiel ein vortrainiertes Netz wählen. Ja, es gibt zum Beispiel, das nennt sich Transfer Learning, weil gerade bei Bildverarbeitung hat sich gezeigt, dass normalsterbliche Menschen, die nicht unglaublich teure Rechentechnik zu Hause haben, nicht in der Lage sind, in einer adäquaten Zeit neuronale Netze zu trainieren, die tatsächlich in der Lage sind, gute Vorhersagen zu treffen. Deswegen gibt es von so großen Instituten schon vortrainierte Netze, da gibt es Datensätze. Die sind online zur Verfügung gestellt, da gibt es mehrere hunderttausend Bilder drin, da sind Autos drauf, da sind Hunde drauf, Katzen, Kinder, zig Objekte, die schon vorannotiert sind, also wo auf dem Bild, ja, das kann ich mal hier so zeigen, wie das aussieht, wo auf dem Bild annotiert wurde, was ist, und dann kann man diese Bilder in das Netz geben und was man rauskriegt, ist genau das. Ja. Wir haben jetzt also ein Bild reingegeben, das war roh, und das Netz sagt uns, hier befindet sich ein Auto, da ein Mensch. Und dann kann man andere Sachen trainieren, wie Gebäude, Bäume, Schilder, alles. In unserem Fall wollen wir natürlich Gussfehler vorhersagen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Man kann dann hier wählen, das ist noch nicht implementiert, aber man wird dann wählen können, das ist relativ einfach.
Mit welcher Sicherheit glaubst du, dass da ein Fehler vorliegt? Zeig mir alle Fehler, mit denen du dir über 60% sicher bist, über 70 oder über 80. Wir haben hier gerade, wie man hier in dieser Preview sieht, ja, in dieser Prediction Preview, haben wir knapp 90%. Und da kann man mal switchen hier zwischen was wirklich falsch ist. Ich mache das mal ein bisschen größer. Wo wirklich die Fehler liegen, das sieht man ja True Data, ja, also was wirklich falsch ist. Und in der Predicted sieht man hier gerade bei diesen beiden Bildern, hat er nicht so viel erkannt. Aber das liegt vor allem daran, dass der Threshold so hoch eingestellt ist. Ja. Das wird man später noch verändern können. Bisher kann man einfach nur die Daten verbinden und auf Proceed drücken und dann wird die Vorhersage gemacht. Ich habe das hier mal extern gemacht, das Netz genutzt und habe dann mal die Vorhersage getroffen. Man sieht, bei über 60% sieht er dann eben schon viel mehr Fehler. Ja. Und man muss auch sagen, das Datenset ist ganz schlecht. Es hat wahrscheinlich nur ungefähr 20 Bilder, die alle anders sind und die wurden ein bisschen rotiert, ein bisschen verändert in der Belichtung und so. Es ist immer sinnvoll, wenn man ein Problem hat, dass man eine breite Basis an Bildern hat, ja, verschiedenen, also wenn man immer den gleichen Blickwinkel hat, ist das super, aber wenn nicht, dann auch verschiedene Blickwinkel, verschiedene Beleuchtungen und so, dass das Netz wirklich lernt zu erkennen, was ist denn jetzt das Relevante. Ja. Man muss es ihm wirklich beibringen wie einem Kind. Und wo ich vorhin stehen geblieben bin, diese großen Netze wie Moskau sehen, gibt es schon vortrainiert. Ja, da kann man, das kann man runterladen, das ist auch in diesem Tutorial, was ich da online schon hochgestellt habe, kann man diese Gewichtung runterladen, lädt die hier rein und dann hat man die Gewichtungen schon, die nötig sind, um 90 Klassen zu erkennen, wie Hunde, Katzen, Menschen und so weiter. Und was das neuronale Netz in diesen obersten Schichten schon gelernt hat, das sind Sachen wie Rundungen, Kanten, verschiedene Muster. Und das ist bei vielen Problemen immer wieder das Gleiche. Das heißt, ich kann also jetzt dieses vortrainierte neuronale Netz nehmen, was für Häuser und Hunde und Katzen gedacht ist, und kann einfach nur die unteren Schichten nachtrainieren. Das nennt man Transfer Learning. Das ist nicht sonderlich rechenintensiv und das kann jeder quasi am Rechner machen und kann das auf meinem Problem anwenden. Er muss ja quasi nur lernen, neue Klassen vorherzusagen, die er vorher nicht kannte. Statt Kindern sind es jetzt eben Gussfehler. Ja. Aber er hat in größeren Schichten schon gelernt, in weiteren oberen Schichten, in den ersten Schichten, wie die Zusammenhänge zwischen Geometrien sind. Er muss nur neue Verbindungen schaffen, zu welchem Ergebnis sie am Ende führen. Das heißt, wir müssen das nicht das ganze Netz neu trainieren, sondern eben nur, das kann man hier wählen, über Layers to Train All, letzten vier, drei oder nur die Klassen. Ja. Das verringert den Trainingsaufwand und macht es möglich, dass das jeder einsetzen kann. So viel zum Thema Bildverarbeitung. Ja. Wenn Sie da Fragen haben, auch gerne aufbewahren, aufschreiben. Wir gehen auf jeden Fall darauf ein. Das ist ein ganz wichtiges Thema für viele KMUs, bin ich überzeugt von. Ich bin da jetzt schon im Gespräch mit einigen Leuten, wo auch noch klassische Methoden bisher verwendet werden. Aber wenn man Kameras aufbaut und scannt einfach alle seine Bauteile und findet dann die Fehler, dann hat man ja zweierlei Benefit davon. Erstens, man kann das neuronale Netz nutzen, um natürlich zu sagen, IO, NIO. Okay, kann man 24/7 machen, braucht keine Schichtarbeit. Dafür, weil die Maschine schläft natürlich nie. Außerdem ist er relativ zuverlässig, wenn man es gut trainiert. Sehr zuverlässig sogar. Und man kann die Daten dann auch noch weiter auswerten, weil man hat dann Bilder von diesen Bauteilen und kann sagen, okay, die letzten Stunden sind die Gussfehler an dieser Stelle immer größer geworden. Und kann das dann für andere Vorhersagen nutzen. Man kann dann Modelle trainieren, die die gesamte Produktionslinie vorhersagen. Das kann man aber eben erst machen, wenn man diese ganzen Daten mal misst, wenn man sie verfügbar hat. Und man kann dann Aussagen treffen wie, okay, der Produktionsfehler hat zugenommen. Dann hat ein Techniker nachgesehen, okay, da ist der und der Maschinenfehler, muss eine Wartung gemacht werden. Und das nächste Mal, wenn dieser Anstieg auftritt, wenn man innerhalb der Zeitreihen der gemessenen herausfinden, okay, dieser Produktionsfehler ist wieder so geartet, ist auch in der gleichen Art aufgetreten, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass wieder dieser Fehler in der Maschine vorliegt. Ja, das kann man aber eben erst machen, wenn man die Daten hat und die kriegt man über Maskassieren dann raus oder über ein anderes neuronales Netz. Es gibt viele andere Möglichkeiten und ich muss nicht unbedingt Maskassieren sein. Und kann ein anderes neuronales Netz antrainieren, was lernt, diese Fehler in Relation zu setzen mit dem Maschinenausfall. Ja, Predictive Maintenance. Aber man muss irgendwo erstmal beginnen. Und deswegen, das ist das Problem mit AI as a Service. Sie können dieses Problem auslagern. Sie können eine andere Firma anstellen, die das für Sie macht. Ja? Dann haben Sie IO, NIO. Aber wenn Sie verstehen, wie Sie es selbst machen können, dann können Sie die Daten, die Sie davon gewinnen, und können weitermachen. Sie können dann unsere Software nehmen und können ein anderes Projekt aufmachen und machen Predictive Maintenance. Dann nehmen Sie die Daten zu den Fehlern, lernen die an und dann haben Sie ein anderes Modell, was vorhersagt, wann wahrscheinlich wieder ein Fehler auftreten wird. Ja?
Bei AI as a Service ist immer das Problem, dass jemand, der das Problem nicht kennt, nämlich ein KI-Spezialist, dieses Problem für sie lösen sollte. Es ist aber immer besser, wenn der das Problem hat, der es wirklich verstanden hat, beispielsweise schon 10 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet hat, wenn der es tatsächlich lösen kann mit KI, weil der versteht am meisten davon. Das erst jemand anders beizubringen und auch noch teuer dafür bezahlen, das ist immer schwierig und es ist nicht übertragbar. Das heißt, die haben das Problem dann gelöst und wenn sie dann ein neues Problem haben, dann müssen sie die wieder bezahlen, anstatt das Know-how einfach reinzubringen, denn es ist nicht schwierig. Also KI ist keine Hexerei. Okay, kommen wir zum vorerst letzten, denke ich, Use Case, weil ich weiß nicht, Textanalyse, ob wir das noch schaffen, wenn wir eine ordentliche Fragerunde machen wollen. Gehen wir zu einem Use Case, der, sagen wir mal, ein bisschen polarisierend ist. Es geht dabei um Trading. Ja, warum Trading? Ganz einfach deswegen. Wer hat sich nicht schon gedacht, KI anwenden, den Markt schlagen, ich kann es vielleicht besser und wie auch immer. Das ist sehr interessant für viele, ja, gerade wenn man noch als Student unterwegs ist oder so. Ich kenne das zumindest von mir. Hätte ich damals eine Möglichkeit gehabt, das so einfach zusammenzuklicken, hätte ich auf jeden Fall viel ausprobiert. Aber wichtiger ist noch viel mehr, dass sich an diesem Beispiel den gesamten Prozess der Datengenerierung, an der Daten, des Datentrainings, also der Generierung der KI bis hin zum Deployment zeigen kann. Also ich fange jetzt an, Ihnen erstmal zu zeigen, wo kommen die Daten her? Von einem externen Programm, ja? Und wie werden sie aufbereitet und wie werden sie dann benutzt? Das hier ist der sogenannte MetaTrader 4. Ja? Das ist eine Software, die können verschiedene Broker nutzen und ihren Kunden anbieten. Da kann man Kurse bereitstellen und Indikatoren und so weiter, da kann man auch handeln darüber. Ja, das ist eine allgemeine Software, die wurde mal programmiert, die benutzen viele verschiedene Broker. Und man kann sie als Nutzer auch selbst programmieren. Das haben wir gemacht. Wir haben jetzt quasi hier ein Skript geschrieben, das heißt Send to AI UI. Das kann ich jetzt auf diesen Kurs, das ist der Nasdaq 100, im 1-Stunden-Chart. Das heißt, eine solche Kerze hier stellt eine Stunde dar. Das bedeutet, dieser Docht, der hier nach unten hängt, ist der Tiefskurs innerhalb dieser Stunde. Der Docht nach oben ist der Höchstkurs in dieser Stunde. Und der Kerzenkörper sind Start und Endpunkt. Wobei eine rote Kerze darauf hindeutet, dass natürlich der Endpunkt hier unten liegt und der Startpunkt hier oben. Bei einer grünen ist es andersrum. Was wollen wir jetzt tun? Wir wollen jetzt diese Daten, ja, ich habe da eine Website, kann man die Daten quasi herholen. Wollen wir diese Daten an unsere Datenbank schicken, an AI UI, ne? Und dafür muss ich mal kurz ein Stück ausholen. Wir haben das hier geschrieben. Ich gehe mal kurz in die Zeitreihenanalyse. Im Prinzip machen wir jetzt eine Zeitreihenanalyse. Das heißt, wir haben nicht nur wie bei dem Turbolader einen Wert für verschiedene Werte und kriegen dann einen anderen Wert raus. Nein, wir haben jetzt verschiedene Werte in einer Zeitreihe dargestellt. Das heißt, ein Sliding Window sozusagen. Wenn wir jetzt hier diese grüne Linie haben und gehen davon aus, das ist jetzt mal ein fiktiver Kurs, ja, und nehmen eine Window Size, Sliding Window, von 5 Zeitschritten. Das heißt, das hier wären diese verschiedenen Beispiele dafür. Dieses Fenster hier tastet diesen Kurs quasi immer in 5er-Schritten ab und geht jedes Mal einen Zeitschritt weiter. Ja? Das heißt, das erste Beispiel sähe so aus, was wir antrainieren. Können wir sagen, okay, hier Kaufempfehlung, hier Verkaufempfehlung und so weiter. Ne? Es verändert sich also immer hier. Es geht immer eins weiter und den Ausschnitt, den das neuronale Netz kriegt, das wäre dann in diesem Fall einfach nur ein Schnipsel. Ja? Und es soll dann eben eine Vorhersage treffen, entweder für den zu erwartenden Kurs. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben einfach nur gesagt, okay, kaufen, halten oder verkaufen. Was würdest du vorschlagen? Ja? Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Muster, was wir reingeben. Und aufgrund der Erfahrung der Kurse der letzten Jahre, wird das Netz dann einfach lernen, okay, dieses Muster ist eins, was oft vorkam, wo am Ende der Ausgang ein Kaufensszenario am besten gewesen wäre. Ne? Ganz einfach. Okay, wie genau läuft das? Wir haben also jetzt dieses Zeitreihen-Input, ja, von 5 Werten und einen Vorhersagezeitraum. Wir sagen also, okay, wir möchten 10 Zeitschritte in die Zukunft gucken, weil mit vergangenen Daten kann man das machen. Ja? Wir nehmen also vergangene Daten, um auf zukünftige Daten, die wir noch nicht haben, einen Algorithmus zu bauen, der vielleicht da Vorhersagen treffen kann, weil das ist ja das Ziel, ne? Immer. Wir sagen also, hier wo der grüne Pfeil ist, an der Stelle möchten wir eine Handlung machen, kaufen, halten oder verkaufen, gucken 10 Zeitschritte in die Zukunft, dann wäre also hier in dem Fall wäre es gut gewesen zu verkaufen an dieser Stelle, weil es danach gefallen ist. Ne? Klar. An einer anderen Stelle nehmen wir jetzt mal beispielsweise diese hier.
da wäre es gut gewesen zu kaufen. Wenn wir also hier eingestiegen wären, ist der Kurs dann auch nur gestiegen, wäre kaufen sinnvoll gewesen. Ne? Und das Muster, was vorher reinging, ging hier lang. Okay, jetzt kann es aber sein, dass in unserem Vorhergesagezeitraum, ich habe den jetzt einfach mal gestreckt, dass dort Schwankungen drin sind. Es geht ja nicht immer nur in eine Richtung. Ne? Also haben wir gesagt, okay, wenn du über eine bestimmte Schwelle an Punkten steigst, dann kaufe oder verkaufe, aber nur, wenn du innerhalb dieses Zeitraums nicht eine bestimmte Grenze unterschritten hast. Also geh meinetwegen, wie haben wir es hier gemacht, 50 Punkte in die eine Richtung, aber in der gleichen Zeit darfst du nicht mehr als 30 Punkte gefallen sein. Ja? Man will ja nicht zu viel Schwankungen drin haben, die Muster sollen ja auch eindeutig sein und nicht einfach nur rauschen. Ja? So, wir haben also jetzt hier dieses Skript. Wir haben gesagt, okay, wenn der Nasdaq in den nächsten 10 Stunden, das ist unser Vorhersagehorizont, wenn wir jetzt mal hier anfangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kerzen, um 50 Punkte steigt. Wir haben hier angefangen, 11.264 bis, ja, 11.300 noch was, wäre auf jeden Fall so ein Muster und ist in dieser Zeit nicht mehr als 30 Punkte nach unten gefallen. Das wäre also in dem Fall ein Kaufsignal. Gut, so haben wir das quasi abgepasst. Und jetzt schicken wir diese Daten, wir können hier den Zeitraum wählen, in dem wir die Daten von dem MetaTrader ziehen wollen. Wir machen jetzt, ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz, ich gebe mal 2019 ein, ein paar Monate und schicke das mal raus. Dann sieht man hier auf, ist wahrscheinlich schon fertig, gucken wir mal, Experten, ja, sieht man hier, wie die Daten übermittelt wurden. Das ist der Bildschirm vorher noch. Wir sehen jetzt gleich hier oben noch eine Zeile. Da sind die Daten angekommen. Ja, wir haben jetzt also hier die Daten, kann man Doppelklick drauf machen. Da sehen wir verschiedene Indikatoren, Gradient, Delta, die wählt man dann quasi, habe ich jetzt vergessen zu zeigen, hier aus. Hier gehen die Indikatoren rein. Das sind die Features, wie auch beim Turbolader schon vorher. Da waren es halt Sachen wie Masse, Strom, ja, oder Temperatur. Hier sind es halt Volumen, Zeit, Tag in der Woche und so weiter. Ja. Und die Handlung, ja. Die ist im Prinzip mit 0, 1 oder 2 angegeben. Also 0 für nichts machen, 1 kaufen, 2 verkaufen. So, den Datensatz können wir wieder löschen, weil ich habe das Projekt schon vorbereitet. Und gehen wir mal rein. Was wurde jetzt damit gemacht? Wir haben ja diesen Datensatz hier. Man sieht hier in jeder Zeile einen Wert für eine Stunde. Es sind 32.400 Werte. Das heißt, in den letzten 6 Jahren und ein paar Monaten waren ungefähr 32.400 Stunden vergangen, ja, sage ich mal. Und wir haben 10 Features. Davon ist eins wieder die Handlung, also unser Output. Ja, wir trainieren die Handlung an, in der Hoffnung, dass er uns dann in Zukunft die Handlung empfiehlt. Und dann am besten richtig. Als erstes mal wieder ein Histogramm. Da sieht man die Datenverteilung. In dem gewählten Fall 50 steigen, 30 fallen oder 50 fallen, 30 steigen. Sind ungefähr 80%, 82% aller Daten nichts machen, hold. Ja? Und nur die wenigsten Daten sind überhaupt agieren. Das heißt, jede fünfte Stunde ungefähr gibt es mal eine Aktion in der natürlichen Welt. Das Problem ist jetzt natürlich, wir müssen wieder skalieren. Ja? Ich habe das hier mal kurz in den Boxplots wieder gezeigt. So sieht es vorher aus mit den Indikatoren. So nach dem Scaling. Dann muss man noch encodieren. Wir haben Folgendes gemacht. Encoder ist oft wichtig, wenn man zum Beispiel Strings hat, also Mann, Frau drinstehen hat, dann muss man das kodieren in 0,1 oder 1,0, ja, zum Beispiel. Das haben wir auch gemacht. Ich habe die Handlung kodiert in ein anderes Format. Die war vorher Label encoded 0,1,2,3 und ich habe das jetzt gemacht zu 1,0,0, 0,1,0 und 0,0,1. Das ist einfach ein anderes Format. Das ist ganz einfach. Und dann gehen wir ins Sequenzialisieren. Das heißt, wir nehmen jetzt diese 32.400 Zeilenwerte und müssen jedes Beispiel auf eine Window-Size von 100 bringen. Das heißt, wir fenstern das, so nennen wir das. Wir bauen also ein Beispiel auf, in dem wir 100 Zeitschritte hintereinander machen in die Vergangenheit und haben dann die Handlungsempfehlung für die Zukunft. Ja? Das neuronale Netz sieht also quasi nicht nur einen Wert von einer Stunde, sondern die letzten 100 Stunden, ja, und soll aufgrund dieses Musters, dieses Patterns sagen, so wie wir das bei der Chartanalyse machen, wenn es schon mal jemand gemacht hat, man legt ja einfach eine Linie an und sagt, okay, das ist so wellenförmig, könnte sein, dass es weiter steigt. Ne? Sowas in der Art. Dafür muss man aber die History kennen, die Vergangenheit. Wir haben uns hier für 100 Stunden, 100 Zeitschritte entschieden und genau.
Dann machen wir Folgendes, wir machen Resampling, weil Resampling steht dafür, wenn eine Klasse oder wenn die Klassen nicht gleich verteilt sind. Das neuronale Netz lernt, wie wir Menschen, das, was es am meisten gesehen hat. Das heißt, es wird hauptsächlich lernen, hier diese Klasse auszuführen. Also nichts machen, hold. Ja, ist ja auch in den meisten Fällen richtig, aber es lernt dadurch nicht richtig, wann es handeln soll. Deswegen nehmen wir jetzt diese Klasse als Hauptklasse und machen Oversampling hier. Ich habe den Resample-Node noch, noch angewählt. Wir oversample, das heißt, wir stopfen jetzt oder stocken jede Klasse für Kaufen und Verkaufen so oft auf, dass sie auch über 8000 Beispiele auf 10.000 hat. Also, dass alle gleich verteilt sind. Das heißt, bevor wir kommen ja aus dem Sequentialize-Node raus, haben noch 32.300 Beispiele, gehen hier rein und haben dann 80.000 Beispiele, ja, weil die unterrepräsentierten Klassen einfach multiple jetzt im Datensatz vorkommen. Dann wieder Train-Val-Split. Ich habe eine Architektur aufgebaut, die hatte ich ganz am Anfang mal kurz gezeigt und habe trainiert. So, jetzt sieht man hier, dass die Validation Accuracy und die Accuracy steigen. Ich hätte auch noch weiter trainieren können und man sieht, der Loss fällt. Ja? Das heißt, das Netz lernt, Vorhersagen zu treffen. So, jetzt möchte ich aber noch zeigen, wie kann man das jetzt anwenden. Ich habe jetzt dieses Netz und ich könnte auch wieder ein Prediction Node rausholen, wie bei den anderen Beispielen. Ich möchte jetzt aber zeigen, wie kann man es direkt anwenden. Dafür haben wir dieses relativ neue Modul, API Requests. Das wird quasi genutzt, um REST Calls zu machen, die Stand der Technik sind mittlerweile. Und wir bauen uns hier quasi eine Pipeline auf, weil nur weil Sie jetzt die Daten genommen haben von irgendeiner Maschine beispielsweise oder aus einem Versicherungsdatensatz oder Bankdatensatz, heißt das nicht, dass Sie die Daten dann auch so mal reinkriegen. Ja? Das heißt, Sie haben ein Netz trainiert, das hat eine bestimmte Das braucht bestimmte Daten, die bestimmt aufbereitet sind, zum Beispiel mit dem Scaling vorher. Ja, weil wenn wir beim Training skaliert haben, müssen wir die Daten, die dann reinkommen, auch vorher skalieren mit dem gleichen Scaler. Dann haben wir eine Pipeline, wie die Daten aufbereitet werden, bis in das Netz gehen. Und die kann man hier aufbauen. Ja. Es kommt also vom MetaTrader jetzt ein Input, ein Live-Input oder vom Strategietester. Da kommen einfach 900 Zeilen an Werten. Das muss man erstmal reshapen, weil wir haben 9 Features, 100 Timesteps. Dann geht das durch diesen Scaler, ja, den wir vorher schon benutzt haben beim Training. Das sieht noch nicht schön aus, weil das Modul relativ neu ist. Das wird neu überarbeitet, aber es funktioniert. Dann wird wieder reshaped, weil für das neuronale Netz eine bestimmte, wie gesagt, Shape notwendig ist. Dann geht es hier rein und raus kommt ein Wert mit 3, nämlich 3 Spalten für kaufen, halten oder verkaufen und jeweils die Wahrscheinlichkeit. So können wir das jetzt nutzen und das machen wir folgendermaßen. Wir gehen in den MetaTrader. Da haben wir diesen Strategietester, da kann man unser Skript auswählen, das ist auch mit auf der Website, auch das gesamte Projekt, das kann man runterladen und einfach mal testen, wenn man daran Interesse hat. Werde ich jetzt auch bald noch ein Tutorial veröffentlichen, um das besser zu zeigen. Man kann diesen AI-Expert auswählen hier, Expert Advisor, ja, der ist hier quasi schon ausgewählt, auf dem Nasdaq 100 und man sagt, hier im 1-Stunden-Chart arbeitet man und dann öffnet sich dieses Skript. Das sieht sehr überladen aus, da kann man viele Einstellungen vornehmen. Was wichtig ist, ist einfach nur erstmal, dass man hier über die API Requests, das bekommt eine bestimmte ID, die steht hier unten, die kann man hier kopieren, ja, und dann fügt man die hier ein. Dann sagt man dem Ganzen noch, wie hoch die Window Size ist, das ist 100, das habe ich hier schon getestet, drückt auf OK und dann kann man den Test starten. Was passiert ist, es wird das Netz geladen, okay? Dann fragt jetzt quasi der MetaTrader unser Netz an über den REST Call und bekommt eine Antwort. Und zwar, ich zeige das mal hier noch mit einer besseren Vorlage und einem Indikator, den wir dafür geschrieben haben, um zu visualisieren, was das neuronale Netz jetzt ausspuckt. Ja, wir können jetzt hier laufen lassen, den Strategietester. Und jetzt sehen wir hier die 3 Werte, die das Netz ausspuckt. Ja, eine Wahrscheinlichkeit für Kaufen in grün, eine Wahrscheinlichkeit für Verkaufen in rot und eine Wahrscheinlichkeit für Halten. Ja, je nachdem, was das Netz denkt, was tatsächlich passiert. Da kann man jetzt auf Diagramm gehen. Wir haben jetzt einfach eingestellt, dass wir bei 10.000 Euro starten. Die roten Linien sind Stop-Loss bzw. Trading-Stops, wenn quasi Gewinn mitgenommen werden soll oder wenn Verlust begrenzt werden soll. Das kann man alles in diesem Fenster einstellen. Und jetzt haben wir eingestellt im Prinzip, wann das Netz oder wann dieser AI-Expert im MetaTrader welche Handlungsempfehlung des Netzes wie berücksichtigt, um das Muster zu erkennen und danach zu handeln. Ja. Das ist ganz lustig, um eben mal zu zeigen, wie wir die Daten vom MetaTrader beziehen, also
kann man auch auf eine Maschine übertragen. Wir holen uns Daten von der Maschine, trainieren ein neuronales Netz und dann müssen wir das neuronale Netz an der Maschine natürlich deployen und benutzen. Und das ist genau das, was wir jetzt machen. Die Maschine sendet Bilder oder andere Daten und kriegt eine Antwort von unserem System, was das neuronale Netz beinhaltet und was die Antwort dieses Netzes ist. So viel dazu. Ich denke, jetzt haben wir noch 10 Minuten, 9 Minuten für Fragen. Ich würde also sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Fragen ein. Danke soweit erstmal für das Interesse. Ich gehe mal Stück für Stück auf die Fragen ein. Wo hier hoch sind die Rechenzeiten des ersten Beispiels? Also bei dem, das kann ich direkt zeigen. Ich mache doch nochmal Teil des Bildschirms, gesamter Bildschirm. Das kann ich direkt zeigen, dadurch, dass das Netz so unglaublich einfach ist. Das geht in Sekundenschnelle. Das geht so schnell, dass ich gar nicht mit Abrechnen daherkomme, wenn man so möchte. Das ist hier nochmal das erste Beispiel, digitaler Zwilling. Ja. Wir hatten 276 Beispiele zum Antrainieren und ich starte jetzt einfach nochmal das Training, Proceed. Dann sieht man, wie hier der Worker-Node anfängt, das zu laden und das eine Epoche nach der anderen durchrechnet. Ja. Das geht ruckzuck. So sieht dann der Trainingsprozess im Prinzip aus. Und dann wird dann nochmal Stück für Stück hier gezeigt, wie der Fortschritt ist. Und dann kann ich auf Stopp drücken und fertig. Das führt dann eben dazu, dass dann hier ein neues Modell dahinter steckt. Okay, ich hoffe, die Frage konnte ich beantworten. Ich gehe mal alle durch. Wie hoch wäre der Aufwand, das Tool für Mac bereit? Daran arbeiten wir auch. Einer unserer Entwickler ist Mac-Entwickler, der hat einen Mac. Wenn jetzt jemand direkt danach fragt, ja, das war bis jetzt nicht unsere Priorität, dann würden wir das direkt mal in Angriff nehmen. Also das sollte kein Problem sein, spätestens wenn wir mit Docker-Containern oder sowas arbeiten. Also wenn da tatsächlich Interesse besteht, schreiben Sie mir einfach, dann können wir darüber reden. Lassen sich einzelne Projekte als Module mit Referenzen zu Metaprojekten zusammenführen? Ja, das ist auf jeden Fall auf unserer Agenda. Bis jetzt geht es noch nicht, aber das macht natürlich Sinn. Wir wollen das so gestalten, dass es eben übersichtlich ist. Und da ist das natürlich eine Maßnahme, die ansteht, keine Frage. Das User Interface ist im Prinzip im Browser angezeigt. Also das, was Sie hier sehen, habe ich das Teil noch aktiviert, ja. Das, was Sie hier sehen, das ist ein Browserfenster. Ja. Das ist nur, das nennt sich Electron. Da kommt quasi in dieser App Chrome wird mitgeliefert und es sieht dann nicht mehr so aus wie ein Browserfenster. Das machen viele Apps jetzt so, aber man kann es auch direkt über den Browser ansteuern. Das Ganze ist auch so gebaut, dass es als Server-Client läuft. Das heißt, es ist schon Cloud-ready. Also wenn jetzt ein Unternehmen eine eigene Cloud-Lösung bei sich im Unternehmen bevorzugt, also sie haben einen starken Rechenserver und haben verschiedene Klienten darauf zugreifen, dann kann man das implementieren. Die kommunizieren miteinander. Wir werden auch eine eigene Cloud-Lösung anbieten für Leute, die nicht die nötige Rechenpower haben. Und bis jetzt bieten wir es als Standalone an. Also einfach installieren und probieren. Aber in Zukunft, es ist schon Cloud-ready programmiert. Der Server macht die Berechnung, die Klienten schicken nur die Daten hin und her und haben die Visualisierung. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Könnte man die Bildverarbeitung auch für Online-Positionierungsaufgaben einsetzen? Die Bildangabe bis zum Ergebnis, das hängt stark davon ab, wie leistungsstark das System ist. Ich kann mal sagen, wie ich dazu kam. Ich arbeite als Freelancer noch an einem anderen Projekt für forensische Untersuchungen. Da geht es darum, diese Spuren einzuscannen und zu sagen, ist es ein künstliches Haar, künstliche Faser, ist es ein Hundehaar, ist es Blut, ist es Hautschuppe und so weiter. Und da habe ich getestet, man kommt, wenn man eine starke Grafikkarte hat, auf ungefähr 0,2 Sekunden Bearbeitungsgeschwindigkeit pro Bild. Wenn man eine noch stärkere hat, also je nach Anwendungsfall, macht das vielleicht auch Sinn, dann kann man das noch weiter drücken. Aber so sieht es aus. Eine Zehntelsekunde kann man auf jeden Fall schaffen, bin ich ziemlich sicher. Kommt auch auf die Bilder an, ob das jetzt eine Million Pixel sind oder ob das nur 10.000 Pixel sind. Ja, das muss man immer im Einzelfall betrachten. Und ob es Grauwertbilder sind oder RGB-Bilder. Welche Rechenleistung bräuchte man an der Maschine, um Predictive Maintenance? Also für Predictive Maintenance, das ist so einfach, weil man meistens mit tabellarischen Daten arbeitet. Das ist ganz, ganz... Also da braucht man ganz schwache Rechentechnik im Prinzip. Das ist nicht sonderlich schwierig. Bei Bildern ist das schon anders, weil da große Datenmengen verarbeitet werden. Aber bei so dem Einscannen von einer Zeile, einer Tabelle mit, sagen wir, selbst 100 Spalten hier, ich kann es mal zeigen, dieses eine Projekt, was ich hier gezeigt habe, dieses NASDAQ Live-Trading-Projekt. Ja.
Das ist dann eher herausfordernd, aber es geht auch schnell. Sie haben ja gesehen, wie schnell die Vorhersagen kommen. Da kommen alle 0,2 Sekunden eine rein. Und dieser Datensatz, der da durchgescannt wird, der ist quasi, der hier antrainiert wird, der hat 72.000 Beispiele, a 903 Spalten. Ja, das ist relativ viel, aber es geht auch in Sekundenbruchteilen. Also das ist hier ein Datensatz, der hat 500 Megabyte Größe allein an Tabelle, wenn das reicht. Ne? Okay, das geht also kein, also gerade Predictive Maintenance, tabellarische Daten sind sehr, sehr einfach. Welche Rechenleistung man bräuchte, vielleicht noch genauer beantwortet. Also wenn man dann modernen Ryzen Threadripper Prozessor von AMD benutzt, ist alles easy, aber gerade an der Maschine tut es auch Pentium einfacher. Also das geht ruckzuck. Ließen sich die kumulierten Gewinne, Verluste auf Basis der historischen Daten und Handlungsempfehlungen simulieren? Ja, das ist eine gute Frage. Ob sich das simulieren ließe? Theoretisch ja. Gemacht habe ich es noch nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man damit rumspielen kann. Ich habe mich damit etwa ein Jahr beschäftigt, dann habe ich aufgrund des ganzen Trainingsaufwandes den aber sein lassen. Aber es gibt da so viele Möglichkeiten, das anzuwenden. Man kann so viele verschiedene Netze bauen und rumprobieren. Das muss man einfach mal selber testen. Man könnte es aber direkt mal probieren, das stimmt. Also es ist möglich, bin ich ziemlich sicher. Ja. Kann man den Stromverbrauch für eine Anfrage an das GPT-3-Modell abschätzen? Das ist eine gute Frage. GPT-3, ich weiß gar nicht, ob man das kaufen darf. GPT-2 kann man einfach benutzen. GPT-3, ich weiß gar nicht, ob das von OpenAI rausgegeben wird. Also für alle, die es nicht wissen, das ist ein Language Model, ein Natural Language Model, was von OpenAI, einer amerikanischen Firma, zur Verfügung gestellt wird, um Sprachanalyse zu machen, zum Beispiel. Und GPT-3 wird eigentlich nur, es ist eigentlich eine Open-Source-Firma, aber da viele nicht die Leistung haben, GPT-3 bei sich auf dem Rechner laufen zu lassen, weil es so viele Parameter hat, 170 Billionen oder so, stellen die das als Service zur Verfügung und man kann die Anfrage übers Netz machen. Ich weiß gar nicht, ob man das Netz selbst kaufen darf. Da bin ich gar nicht sicher. Aber GPT-3, 2 gibt es online und das werden wir auch implementieren, dass man einfach Drag and Drop reinzieht, kann beispielsweise seinen eigenen Facebook-Chat-Verlauf antrainieren und dann verhält sich die KI wie man selbst. Das sollte wohl funktionieren. Soweit ich weiß, spricht GPT-2 immer noch nicht Deutsch, aber das könnte man, wie gesagt, mit Transfer Learning einfach überschreiben. Also ich habe es noch nicht gemacht, ich habe mir Tutorials dazu angesehen, weil ich wissen wollte, ist es prinzipiell bei uns implementierbar und ist es einfach möglich? Und ja, ich habe festgestellt, das ist überhaupt gar kein Problem. Nochmal zu der Frage von Ralf Hammacher, lassen sich einzelne Projekte zu Metaprojekten zusammenführen? Ja, das ist geplant. Aber bis jetzt ist es noch nicht. Genau. Okay. Kann man mich noch hören? Eine Internetverbindung scheint ein Problem zu haben. Nur gerade gesehen, falls ich noch online bin. Ich mache mal Freigabe beenden. Okay. Bereich der Textanalyse. Da habe ich, dann mache ich es nochmal an. War, Entschuldigung, ich habe ein Beispiel vorbereitet. Eine Sentimentanalyse. Im Prinzip habe ich hier Folgendes gemacht. Ich habe das ein IMDb-Textset genommen, wo es darum geht, da werden Filme bewertet mit 0 schlecht und 1 gut. Dann habe ich geguckt hier wieder mit dem Histogramm, wie ist die Verteilung von guten und schlechten, ist relativ gleich. Dann wurde ein Count-Rectorizer benutzt, der zählt quasi alle verschiedenen Worte, die in dem ganzen Textdokument vorkommen, durch. Das sind dann quasi 3046 und gibt jedem eine Nummer. Und dann wird in jedem Wort, in jedem Satz geguckt, wie oft kommt welches Wort vor. KI, die entscheiden soll, ist der Text jetzt positiv gemeint oder negativ. Das kann man zur Spam-Analyse zum Beispiel benutzen oder zur Analyse von, auch beim Training Daten von News. Aber hier ist eben auch später ein GPT-2-Modell drin sein, dass man Drag-and-Drop-mäßig reinzieht und trainiert man das eben auf das Beispiel, was einen interessiert. Ist aber jetzt nicht implementiert. Ja, wie das Pricing-Modell aussieht. Also wir werden das erstmal im nächsten halben, dreiviertel Jahr noch
kostenlos natürlich machen. Auch die Beta-Software, die zur Verfügung steht, die wird immer kostenlos bleiben. Der einzige Unterschied wird natürlich sein, dass die Leistungsfähigkeit für Unternehmen, die wirklich große Bilddaten trainieren, die werden dann sicherlich ein bisschen Geld auch in die Hand nehmen müssen. Aber für Leute, die einfach nur rumprobieren wollen, wird das kostenlos bleiben. Unser Pricing-Modell sieht dann eben so aus, dass wir es abhängig machen vom Unternehmensumsatz beziehungsweise von der Anzahl an Klienten, die tatsächlich dann dieses Projekt nutzen. Also wenn man sagt, man hat 5 Mitarbeiter, die gleichzeitig KI-Sachen programmieren können müssen, dann wird das einen anderen Preis haben, als wenn es 100 sind. Ja, je nach Größe des Unternehmens im Prinzip auch. Ja. Genau, das war im Prinzip nur Wortzählung. Das war ein einfaches Beispiel, um die Frage von Herrn Bauer zu beantworten. Genau. Sonst noch weitere Fragen? Wenn nicht, sind wir ja im Prinzip durch. Ich hoffe aber, es hat ein wenig Einblick gebracht und ich konnte gut erklären, was unsere Absichten sind und wie man damit in der Realität umgehen kann. Ich habe mich nochmal dazugeschaltet gegen Ende, auch nochmal von unserer Seite. Vielen Dank für die coolen, tollen Einblicke. Ich glaube, das ist wirklich was, wo KMUs unfassbar von profitieren können. Vielleicht nimmt das auch so ein bisschen die Skepsis, die Angst vor der eigenen Implementierung im Unternehmen. Ich kann hier an der Stelle auch nochmal sagen, dass das wirklich damit einfach geht, und dass sich natürlich dadurch auch unser Beruf wandeln wird, einfacher gemacht wird und uns auch viel Zeit erspart. Also auch für uns oder der Wissenschaft auch einen großen Nutzen tatsächlich mit sich bringt, nicht nur für kleinere und mittelständische Unternehmen. An der Stelle bleibt mir sonst dann noch zu sagen, melden Sie sich gerne bei uns direkt beim Kompetenzzentrum in Saarbrücken oder direkt bei Herrn Schiele, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Wir können die Fragen auch gerne weiterleiten dementsprechend. Und genau, von meiner Seite aus noch einen schönen Tag. Nochmal vielen Dank. Ich weiß Wünsche nicht, ich auch. mag ich noch was hinzufügen? Ich wünsche ein schönes Wochenende und wir sind wirklich interessiert, Probleme zu lösen. Also, wenn Sie Probleme haben, muss ich sagen, das könnte damit machbar sein. Ich möchte einfach zeigen, dass es geht. Das wäre wirklich sehr interessant. Also kommen Sie einfach auf uns zu. Wir sind sehr interessiert an Ihren Problemen. Genau, gleich noch zum Abschluss eine Sache. Am Ende des Webinars bitte nicht gleich quasi den Browser schließen. Sie werden noch zu einer Evaluierung weitergeleitet. Die ist freiwillig, hilft aber natürlich uns und vor allem auch dem Startup AI UI weiter, die Inhalte zu verbessern oder beziehungsweise auch dann natürlich auf interessante Themen weiter eingehen zu können. Das heißt, evaluieren Sie, seien Sie auch gerne kritisch, denn nur so kommen wir weiter und Jeden so ist Fall. uns allen geholfen. Danke. Dementsprechend wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis dahin. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ciao.